TH Barbecue mit Herzglut grillen. Jetzt geht's los. Ich mache heute Kürbis mit Hack und Bacon. Dafür brauche ich folgende Zutaten, und zwar einen Hokkaido-Kürbis, gemischtes Hackfleisch, Bacon und eine Gewürzmischung. Zunächst schnappe ich mir eine Schüssel, da kommt das gemischte Hackfleisch rein, Rind und Schwein halb und halb, und dazu kommt Salz, Pfeffer, Knoblauch und scharfe Paprika. Das Ganze wird mit den Händen gut durchgemischt, bis das Hackfleisch Fäden zieht. Dann kann man aufhören mitmischen und das Hackfleisch ein bisschen ziehen lassen. Jetzt geht's an den Kürbis. Dafür ein robustes Messer nehmen, ein scharfes am besten. Und erstmal oben diese Kappe abnehmen. Dann unten den Strunk abnehmen. Und dann kann man hergehen und den Kürbis in der Mitte zerteilen. Im Kürbis sieht es dann so aus, dass wir dort sehr viel Kerngehäuse haben. Und dieses Kerngehäuse entfernt man am besten mit einem großen Esslöffel. Einfach mit dem Esslöffel außen rumfahren, alles vom Rand so ein bisschen anlösen und dann lässt sich das Kerngehäuse ganz gut entfernen. Alles, was jetzt noch drin ist, Kerne und so ein bisschen weiches Kerngehäuse außenrum, einfach mit dem Löffel rausnehmen, auskratzen. Und das gleiche hier auch nochmal, die andere Hälfte außenrum fahren und das Kerngehäuse dann mit dem Löffel aus dem Kürbis entfernen. Wenn der Kürbis soweit vorbereitet ist, geht es weiter, dass man die Hälften in Schiffchen schneidet. Dazu einfach hier so 1 cm breite Schiffchen runterschneiden. Wie gesagt, das Messer sollte scharf sein und auch ein bisschen robuster, weil die Kürbisschale, die ist schon relativ fest. Das Ergebnis ist dann eben, dass man solche Halbmonde oder Schiffchen erhält. Und die ordne ich mir jetzt hier erstmal auf mein Brett. Anschließend nehme ich mir von der Hackfleischmischung, knete die so ein bisschen als eine Wurst vor und modelliere mir dann so eine Art Halbmond hier auf mein Schiffchen drauf. Und das wiederhole ich bei den anderen 3 Schiffchen genauso. Wenn die soweit vorbereitet sind, kommt die andere Hälfte des Kürbis oben drauf. Ein bisschen andrücken. Das sorgt für Halt und dafür, dass sich das Hackfleisch noch ein bisschen besser verteilt. Und anschließend können diese Kürbis-Hackfleisch-Schiffchen dann mit Baconscheiben ummantelt werden. Na komm, auf geht's. Einmal hier den Bacon stramm durch und drumherum wickeln. Und das Ganze so lange wiederholen, bis das ganze Schiffchen ein schönes Baconkleid hat. In dem Fall waren es jetzt 3 Scheiben dünner Bacon. Bei den kleineren waren es auch schon mal nur 2. Je nach Größe kann das unterschiedlich sein. Dann kommen diese Bacon, Hackfleisch, Kürbisschiffchen auf den Grill. Ich habe eine Tropfschale in der Mitte, links und rechts einen Kohlenkorb. Und bei indirekter Hitze wird das Ganze jetzt bei etwa 200 Grad für eine Dreiviertelstunde 45 Minuten gegrillt. Dann sehen die Burschen so aus. Der Bacon ist schön knusprig geworden, das Hackfleisch ist saftig und der Kürbis ist weich geworden. Das war mein Video zu Kürbis, Hack und Bacon. Wenn euch das Video gefallen hat, schreibt mir gerne einen freundlichen Kommentar, gebt mir einen Daumen nach oben und wenn ihr wollt, lasst mir gerne auch ein Abo da. Tschüss und bis zum nächsten Mal.